Super! Okay, da haben wir anscheinend ein bisschen Drall nach rechts. Wir haben wenig Luft anscheinend auf der rechten Seite. Naja, auf jeden Fall willkommen in diesem neuen Video. Und ich habe mir gedacht, da ja so viele Fragen aufkamen wegen dem XMR-Umbau, auch im privaten Raum, beziehungsweise als Privatnachricht, ja, wollte ich da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was da genauso noch passieren wird. Aber allererst muss ich noch mal ganz kurz sagen, jetzt sind meine Bremsen mega im Arsch. Deswegen fahre ich jetzt auch nicht so direkt auf der Straße, weil die halt schon so ein bisschen, ja, also die bremsen noch, aber man merkt halt, dass es nicht mehr so, ja, griffig ist, sag ich mal, ne? Also ihr wisst, was ich meine, keine Ahnung, ob ihr es wisst, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Naja, Kev, erstmal wieder richtig schön einsauen, ne, du Trottel, Junge. Du hast gerade erst so schön sauber gemacht. Ja, gut, ich wollte noch was anderes sagen. Irgendwas war da. Ach so, was ganz Wichtiges. Einige werden es bei Instagram vielleicht schon mitbekommen haben. Oh, hier sind Kühe. Ich werde mal nicht so viel Gas geben. Da angelt jemand. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Instagram. Und zwar wurde mir... Ich war es am selben Tag? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall an diesem Wochenende, am Ende des Wochenendes... wurden mir von zwei Leuten jeweils 50 Euro gespendet über PayPal. Da wollte ich mich nochmal ganz herzlich für bedanken. Das ist ein heftiger Support, also wirklich heftig. Und das ist natürlich, wie nennt man das? Kev, Junge. Kev, jetzt komm doch drauf. Keine Selbstverständlichkeit. So, dann haben wir das auch geklärt. Oh, nicht durch die Fetzen. Ich habe sie, glaube ich, getroffen. Ist doch gerade erst sauber. Ja, auf jeden Fall mega korrekt. Hat natürlich sehr gut gepasst mit den Packfits-Videos. Ich denke mal, dass es auch deswegen kam, weil sie die halt anscheinend gut fanden. Denke ich jetzt mal. Weil das halt gut, ganz gut gepasst, weil die nicht monetarisierbar sind. Das bedeutet, die Musik, die ich am Anfang benutzt habe, diese jeweils 20, 25 Sekunden Video, sind halt ja quasi geschützt und die ganzen Einnahmen gehen halt an die Musik-Creator, was ich auch nicht schlimm finde, ist auch deren Musik. Wenn man Musik nutzt, ist es auch vollkommen okay, aber ich wollte halt mit diesem... Ach, ich habe eine Fliege verschluckt. Das war nur eine kleine, aber... Okay, vielleicht sollte ich das Visier runter machen, wenn ich die ganze Zeit mit dem Mund offen fahre. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Alter, Digga. Was ist nur los mit dir? Was ist nur los mit dir? Ich glaube, ich hab's. Bla bla Musik, hast du nicht gesehen? Finde ich gut. Ist halt so, deren Musik. Achso, nee, da waren wir schon viel weiter. Ich wollte einfach ein geiles Intro haben. Ich glaube, da waren wir. Weil ich liebe es, Intros zu machen. Also so Action, Maction. So dann diese Cuts und so. Dann die Musik da passend. Beziehungsweise die Cuts passend an der Musik anzubauen. Und ja, das hat mir halt mega viel Spaß gemacht. Da hatte ich die Musik halt genommen, weil ich die geil fand. Hab natürlich die Creator auch direkt dann in dem Video verlinkt und so, aber YouTube halt dann direkt so, ah nee, Diggi, ne, du kannst die Musik gerne benutzen, so ist kein Ding, aber Bruder, das ist halt nicht deine Musik und deswegen musst du jetzt halt mal gucken, ne? Ja. Gut, ich habe nur jeweils 20 Sekunden benutzt. Ich dachte eigentlich, dass das unter dieses Zitierrecht oder so geht und quasi, dass ich die nur so erwähnt habe und verlinkt habe und dass ich das dadurch dann monetarisieren darf und so weiter. So war es leider aber nicht. Gut, wie gesagt, drauf geschissen. Hauptsache, die Videos waren geil und das Intro und ihr hattet Spaß. Ja, und deswegen hat das so gut gepasst mit den Spenden. Und ich habe mich mega gefreut. Ich lag so im Bett und dachte mir so, ja, nice, Alter. Digga. Das war schon echt cool. Ja. Hier unten war ich übrigens schon mal drin mit der Yamaha.
mit der Renegade traue ich mich da nicht hin. Das ist so ein kleiner, ja, wie soll ich das sagen? Illegaler Treff. Ja, gut. Okay, wo waren wir denn danach stehen geblieben, nach diesen Spenden? Es ist heute ein verwirrter Tag. Naja, gut, nochmal auf jeden Fall danke an alle, die unter den aktuellen Videos von Packwitz Kommentare dagelassen haben und geliked haben. Sehr geil von euch, weil genau aus diesem Grund kann man ganz ehrlich sagen, also man guckt natürlich dazu, guckt natürlich so, oh okay, da haben so und so viele Leute geliked und hier nicht. Es ist quasi die Bezahlung, ne, habe ich schon mal gesagt. Gut, da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall Dankeschön an die Leute, die quasi so fleißig waren, kommentiert haben und geliked haben. Alter, passe ich hier durch? Mit meinem Fahrrad passe ich hier durch, das weiß ich noch. Digga. Baby. Okay, hier wird es langsam ein bisschen eng. Aber Kev schafft das, ne, weil... Ja gut, okay, die Renegade schafft das. Alter. Wow, okay, 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 Bruder. Okay, 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 ja. So. Ist das nicht schön? Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich stehen geblieben bin. Da ist ein Pferd. Bitte nicht füttern. Nee, das meine ich. Das meine ich. Das meine ich. Na gut, ich würde sagen, wir fahren da jetzt einfach nochmal hoch. Hört ihr das Quietschen der Bremsen? Ihr hört das, ne? Ihr hört's, ich weiß. Und wieder hoch. Okay, Verkleidung, Rib, Kratzer, Dornbüsche, nice. Genau das, was ich will. Genau das. Okay, willkommen in Jurassic Park. Hallo, Sie sehen diesen Raptor neben mir. Hallo, guten Tag. Raptor, Yamaha, Raptor. Gut, okay. Lassen wir das auch wieder. Kev hat anscheinend Spaß. Dann lassen wir ihn doch mal ein bisschen quatschen. Aber irgendwann muss man ihm auch sagen, dass er das lassen soll. Weil irgendwann wird es auch ein bisschen lächerlich, Diggi. Ja. Okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich habe soweit alles, was ich sagen wollte. Bis auf das mit der XMR umbauen. Und zwar... Hallo? Was denn? Ja, ich dachte mir, ich fahre hier mal wieder hoch. Na gut, dann rauche ich hier eine. Bin gerade am Vloggen, weißt du, aber ich mal raus, weil. So, ihr Lieben, willkommen zurück. Entschuldigung für die Unterbrechung. Da kam gerade ein Abonnent von mir. Und ja, wir haben noch kurz gequatscht und ich habe eine geraucht. Und jetzt bin ich wieder da. Und ich wollte ja mit euch über den XMR-Umbau reden. Und zwar, wie ihr alle wisst, habe ich ja diese Silverback Gorilla Matt Reifen mir besorgt und den Schnorchel. So, das ist aber noch nicht alles. Und zwar habe ich noch ganz günstig von dem Can-Am Latti den XMR Bumper. Alter, hier ist schon gar kein Grip. Keine Wheelies üben heute. Den XMR Bumper abgekauft und ja, eine Seilwinde und das zugehörige Bauteil, um die Seilwinde festzumachen. Jetzt fällt mir gerade ein, ich glaube, davon habe ich auf YouTube noch gar nichts gezeigt. Nur auf Instagram, kann das sein? Ich glaube, ja. Dann würde ich mal sagen, am besten beamen wir uns doch mal jetzt in die Garage. So, und bam, sind wir in der Garage. So, jetzt zeige ich euch mal, was der lieber Latti mir da zur Verfügung stellt, beziehungsweise was er mit mir gehandelt hat. Ja, wir haben einmal den ganz normalen, originalen XMR-Bumper, den ich absolut mega geil finde. Wenn der hier vorne jetzt so dran ist, guckt euch das an, wie cool das aussieht. Guckt euch das an. Ich hoffe, die Kamera filmt das jetzt. Oh mein Gott, das wird so geil aussehen. So, dann haben wir natürlich den Motor. Und das ist dann alles so damit verbunden. Die Fernbedienung bzw. die Schalter dafür
schickt er mir noch zu. Die hatte er noch nicht da. Ja, müssen wir dann alles ausprobieren, wie das alles funktioniert. Und ja, das ist halt ein bisschen blöd. Aber ich kann das quasi erst anbauen, wenn ich das anbaue, weil dann baue ich eh alles ab und das ist dann ein Wasch. So, das ist das, was ich auf jeden Fall noch vorhabe. Vielleicht kommen noch mal diese LED Angel Eyes. Das ist, ja, ich denke mal, das wird's irgendwann werden. Aber erstmal ist es halt das. Und das ist quasi dann soweit erstmal der fertige XMR-Umbau. Außer natürlich noch der Bumper dazu. Der originale XMR-Bumper will ich natürlich auch gerne haben. Muss ich gucken. Werde ich auch Gebrauch kaufen. Neu sind die mir, soweit ich weiß, zu teuer. Also das, was ich gesehen habe. Und dann vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, nochmal einen schöneren Auspuff. Das ist aber noch, da steht noch ein bisschen ein Stern. Das kommt natürlich wieder aufs Geld drauf an. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal XMR-Bumper ran. So, da hätte ich jetzt sogar direkt eine Frage an euch, beziehungsweise zwei. Und zwar, dadurch, dass ich hier einen Schnorchel jetzt dran habe, warte mal, ich kann das ja mal kurz hier ranholen. Es wird ja ungefähr, ja, ein bisschen tiefer, aber da unten kommen die zwei Schrauben rein. Ja, und die kommen hier irgendwo rein. Jetzt muss ich natürlich den Schnorchel, also das kann man einfach abmachen, das ist nicht das Problem. Aber ich hoffe einfach, dass es alles so passt. Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht und kann mir da einen Tipp geben. Ja, wäre halt ganz gut. So, die andere Sache ist, ich würde den ja gerne in diesem Neongrün haben. Jetzt habe ich ein bisschen im Internet geguckt und habe da, glaube ich, auch den richtigen Code den richtigen Code gefunden. Und ja, der heißt auf jeden Fall Manta Grün, so wie ich das mitbekommen habe. Vielleicht könnt ihr mir, wie gesagt, da auf jeden Fall weiterhelfen. Das wäre super, wenn ihr da einen richtigen Code oder einen richtigen Namen nochmal vielleicht auch als Bestätigung, vielleicht ist es sogar der richtige, den ich gefunden habe, einfach mal in die Kommentare schreibt. Und ja, ansonsten wird das halt ja ein bisschen abgeschliffen, grundiert, Farbe rauf und nochmal ein Klarlack, denke ich mal so. Ich bin kein Lackierer, aber ich denke mal, so wird's gemacht. Ich habe einen Kollegen, der ist Lackierer, vielleicht lasse ich das von ihm machen. Wichtig wäre auf jeden Fall erstmal die richtige Farbe zu finden, bevor man da das dann irgendwie bestellt und dann so, oh, das ist ja olivgrün oder so, das wollen wir ja nicht. Zweite Möglichkeit wäre, ja, das Ding einfach in schwarz zu machen, würde auch ganz gut aussehen. Aber ich glaube, in diesem Grün kommt das ganz geil. Vielleicht mache ich aber auch nur das Grün und das Schwarz. Oder das Grün und das Schwarz. Das weiß ich noch nicht genau. Das werden wir sehen. Na? Es ist noch Fragen über Fragen. Auf jeden Fall, da wird es dann nochmal separat natürlich ein Video für euch geben, was ich alles gemacht habe. Und wie man es, denke ich, dann mal richtig macht, damit ihr es theoretisch auch nachmachen könntet. Es wird kein Review sein, also macht euch keine Sorgen, wenn ich was falsch mache. Dann ist das alles so gewollt. Das ist nämlich alles so Schau. Eigentlich kann ich das, aber ich tue nur so, damit es lustiger ist. Verstehst du? Ja, okay, das glaubt mir eh keiner. Na gut, habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Das war's, das, was ich euch heute sagen wollte. Und wenn ich was vergessen habe, werde ich das natürlich nacheditieren müssen und werde so wie immer das reinschreiben, weil ich sowieso das vergessen habe, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es doch und ja, lasst einen Kommentar da. Und ich versuche das natürlich alles zu beantworten. Bis jetzt habe ich eigentlich auch immer alles beantwortet, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es gab bei einem Video, wo es irgendwelche 200.000 Klicks gab und übelst viele Kommentare, da habe ich halt nicht so viel so geschrieben. Da war das auch so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, ich höre auf mit YouTube, ich habe Angst, das sind mir so viele Leute. Naja, andere Geschichte. So, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, haut rein, bis zum nächsten Mal. Piu.